Komm zurück ins Haus. Nein, ihr müsst das Popcorn übertönen. Es gibt gleich wieder Popcorn. Also der SWR hat schon eine Million auf den Tisch gelegt, die MFG, also die Filmförderung, hatte das Buch gefördert. Ich war mir total sicher, okay, das ist ein Handspiel, das läuft jetzt. Und dann war das Buch wirklich drehfertig. Wir waren komplett schon im Vorproduktionsprozess. Dann hat die Filmförderung den Stecker gezogen. Und das war natürlich echt schmerzhaft. Nach 6 Jahren Arbeit, 4 Jahre intensiv, starte ich wieder von nichts. Und ich bin halt ein großer Comic-Fan, Graphic Novels, es sind sozusagen die Fortentwicklung von Comics, also mit Comics assoziiert man jetzt, glaube ich, immer als erstes Mickey Mouse und sowas, aber es gibt dann sehr, vor allem in den belgischen und französischen Raum, eine sehr große Kultur der Graphic Novels, also sehr ambitionierte Arthouse-Werke, toll gezeichnet. Geschichten sind nicht immer rund,
aber die haben auf jeden Fall eine große Komplexität, eine ganz andere Wahrnehmung. In Deutschland passiert das auch zunehmend mehr, also es gibt viele Verlage, Schreiber und Leser und Reprodukt, die großartige Werke machen, aber es ist noch im Kommen. Und ich habe von Anfang an ein Duo verfolgt, Froslar Skuiten und Benoit Peters, die eigentlich jedes Jahr kontinuierlich seit fast 25 Jahren ein Album veröffentlichen. Und die haben so einen ganzen Kosmos geschaffen. Den nennen die Brüssel, die kommen aus Brüssel, aber Brüssel mit zwei, mit einem. Ja, Brüssel wird normalerweise mit zwei S geschrieben, ne? Genau, die schreiben es mit einem S, genau. Das ist so ein Paralleluniversum, irre kompliziert, irre komplex. Sehr, sehr futuristisch, also es ist nicht zu verfilmen, nicht mit einem europäischen Budget. Aber mittendrin in diesem Oeuvre haben sie diese kleine, charmante Novel Dolores von 1990, 1991. Und das war so ein kleines, klaustrophobisches Kammerspiel, wo man schon von vornherein dachte, ja, das bietet sich für einen Film an, weil es ist ein überschaubares Figurenensemble, es spielt alles an einem Ort. Und so habe ich es dann auch meinem Produzenten verkauft. Guck mal, das sind doch nur fünf Figuren oder ein Ort. Und so einfach, ja, super billig. Und so billig war es dann natürlich nicht, weil es sind dann genau genommen 17 Figuren und das sind dann doch irgendwie 10 Schauspielorte, also Orte, die man alle in den 60ern finden musste und dann eben auch mit Kostümen ausstatten musste, was den Produzenten zwischenzeitlich fast an den Ruin gebracht hat, weil wir hatten halt nur 900.000 Euro für den Film und das ist eigentlich Selbstmord, diesen Film, also finanzieller Ruin oder diesen Film für dieses Budget in den 50ern zu belassen. Also ich glaube, jeder andere Produzent hätte auch gesagt, okay, dann nehmt doch die Geschichte und transportiert sie in die Jetztzeit. Das wollten wir aber alle nicht, weil wir wirklich der Ansicht waren, dafür nehmen wir eine Menge Schaden von der Geschichte. Und ich glaube auch, dass sich dieser Diva-Kult nicht mehr wirklich in der Neuzeit erzählen lässt. Aber war denn die Geschichte, weil du vorhin gerade gesagt hast, die Graphic Novels waren teilweise nicht ganz so rund. War denn jetzt wirklich der Plot so angelegt ursprünglich oder was habt ihr daran verändert im Vergleich zur ursprünglichen Graphic Novel? Ja, guter Punkt. Also die Geschichte an sich, die liest sich schon wie so ein Storyboard für einen Film, aber wenn man die jetzt eins zu eins verfilmen würde, dann hätte man vielleicht so einen 45 Minuten. Wir hatten gerade mal die Hälfte von dem Material. Also der Anfang war sehr schön ausentwickelt, der erste Akt funktioniert und dann geht aber alles Schlag auf Schlag. Und wir haben die, also Skuiten und Peters, das ist ein ungewöhnliches Projekt, weil normalerweise der Skuiten kommt aus der Architektur und zeichnet die Comics immer. Und der Peters hat Philosophie studiert und dementsprechend schwergewichtig sind die Geschichten immer. Und dieses Mal war es aber anders, die beiden haben nur die Geschichte geschrieben und haben eine Studentin von sich, die Anne Baltus, diese Geschichte gegeben, dass sie das zeichnet. Und die war unglaublich langsam. Und irgendwann haben wir aufs Gas gedrückt mit der Geschichte und gesagt, okay, damit wir irgendwie mal überhaupt zu Potte kommen, kürzen wir diesen Prozess jetzt ab. Und dann ist die Geschichte sehr rudimentär zu Ende erzählt worden. Also diese ganze Liebesgeschichte oder ja, diese Ersatzbefriedigung zwischen Georg und Simone, die eigentlich nur als Ersatzbefriedigung für Dolores fungiert, das war komplett von uns sehr inspiriert von Vertigo, von Hitchcock. Überhaupt ist der ganze Film sehr stark inspiriert von Hitchcock und die Musik lehnt sich stark an Psycho an, also das ist Baron Herrmann. In dem Stil haben wir das Ganze ein bisschen komponieren lassen mit einem wunderbaren Filmmusiker. Und also der ganze komplette zweite Akt stammt mehr oder weniger von uns, weil Simone stirbt in der Graphic Novel, aber völlig ohne Grund. Also plötzlich ist sie tot und man weiß gar nicht richtig warum, wie ist es passiert und was gibt es für ein Motiv dafür. Das Ende ist aber wieder von denen, also das heißt, wir hatten einen dramaturgischen Bogen, der war rund. Und die Figuren waren da, auch der Bruder existierte, der Kommissar existierte auch, aber auch den haben wir ein bisschen ausgebaut. Also insofern haben wir schon noch viel zu füttern müssen, damit es jetzt in eine Spielfilmhandlung übergeht. Vorher war es eher so ein mittellanger Kurzfilm. Jetzt gibt es ja eine Szene, wenn Sie sich alle daran erinnern, da steht Simone mit dem Letterer vor dem Bild des Vaters, also dem Architekten des Hauses und da gibt es eigentlich wirklich, wie ich finde, die emotionalste Geschichte, die hinter deinem Film steckt, die steckt eigentlich genau in diesem Bild. Vielleicht magst du die einfach mal kurz erzählen. Ja, das Bild ist auch hier, genauso wie die Puppe, also die steht da auch rechts unten, die in dem Film gespielt wird von dem Leonard Moore. Das auf dem Bild ist tatsächlich mein Vater. Das hängt damit zusammen, dass dieses Auto, was da draußen steht, das gehört eigentlich nicht mir, wie es angekündigt ist, sondern es gehört eigentlich meinem Vater. Der war ein großer Oldtimer-Sammler und auch Filmfreak. Und der hat mir dieses Auto geliehen. Es stand halt bei uns in der Garage rum.
Und witzigerweise in dieser Graphic Novel taucht ein rosa Oldtimer auf. Es ist, glaube ich, ein Cadillac. Ja, also insofern ist es kein Oldtimer, es ist ein Cadillac, aber es ist rosa wie das Fahrzeug da draußen aus der gleichen Zeit. Und der stand halt in der Garage. Und sowas gibt es bei uns in Baden-Württemberg, habe ich sowas noch nie gesehen. Also es wäre mit extremen Kosten verbunden gewesen, so ein Auto dorthin zu bringen, zu mieten, und das hätte man sich gar nicht leisten können mit dem Budget. Und da stand es halt vor drin. Dazu habe ich meinen Vater bequatscht, das war natürlich ein absoluter Augapfel. Ich habe auch eine Menge anhören müssen, weil ich seine Weißbandreifen dreckig gemacht habe. Die hat er dann alle abmontiert und reinigen lassen. Da gab es eine Menge Stress deswegen danach. Aber um klar zu machen, was es für ihn bedeutet hat, dass er dieses Auto aus mir gibt und dann für 4 Wochen aus dem Auge lässt. Und wir haben den dann nach Baden-Württemberg transportiert, haben mit ihm gedreht, und als kleines Dankeschön wollte ich ihm dieses Porträt, weil wir brauchten ja irgendein Porträt von irgendeinem Menschen, also dann muss der porträtiert werden und auch eine Puppe, habe ich halt ihn genommen. Und jetzt steht ihm Simone vor diesem Bild und sagt, ja, das ist Leonhard Muhr. Auch der Name wurde natürlich irgendwie übernommen. Der Vater von Dolores, und der starb an einem Herzinfarkt, war ein Schock für uns alle. Und 3 Wochen nach dem Abschluss der Dreharbeiten ist mein Vater tatsächlich an einem Herzinfarkt gestorben. Und hatte mich, das letzte Mal habe ich ihn auch wirklich leben gesehen, da hat er mich am Set besucht, da haben wir in dieser Villa gedreht, wo es auch noch interessante Geschichten gibt, und hat mir eben die Schulter geblickt. Ich habe ihm so ein paar Szenen zeigen können, die wir schon geschnitten hatten. Und dann hat er durch ihr Ende entgegengefiebert. Er war auch ein großer Fan von Franziska Petri. Es gibt eine Menge Fotos von meinem Vater mit Franziska Petri. Und ja, und dann ist er mit ihrem Herzinfarkt, das war so ein Blitztod. Also es war total überraschend. Also er war nicht körperlich fit soweit, und ja, war wirklich tragisch. Auf der anderen Seite denke ich mal, dass das natürlich das beste und schönste Denkmal ist, das ich ihm hätte setzen können, weil er hatte auch ein kleines Privatkino, also er sammelte 35mm Filme, auch 16mm Filme, das habe ich jetzt alles geerbt. Und in Haumlitz, und dort hat er auch die Premiere veranstaltet, Anfang letzten Jahres, als der Film dann fertig war, haben das Kino genommen und haben dann alle Freunde und Bekannte und Nachbarn, die ihn so kannten, noch eingeladen. Das war eine sehr emotionale, sehr schöne Premiere im internen Kreis. Jetzt, es dreht sich ja viel ums Bauen, also Modellbau, und aber natürlich auch das Haus ist ja ganz zentral. Und da gibt es auch interessante Geschichten dazu, weil ihr hattet erst ursprünglich einen ganz anderen Drehort im Blick. Ja, im Zuge dessen, wir haben die Dreier getroffen, Skuiten, Peters und Baltus, und um eben die Rechte zu verhandeln, die wir nochmal bekommen haben. Und im Zuge dessen haben sie uns darauf hingewiesen, ja, dieses Haus in dem Comic existiert tatsächlich. Und das ist im Comic, ich kann es leider nicht zeigen, weil die Anschlüsse nicht zusammenbekommen, sonst hätte ich mal ein Foto von dem Haus zeigen können, was sehr skurril ist. Das Haus ist, man muss es sich so vorstellen, es ist eine Bauhausvilla von 1929, aber über 3 Stockwerke und ein bisschen opulenter ausgestaltet, mit einer Wendeltreppe an der Seite, sehr großes Grundstück. Und das in der Zeichnung war schon fantastisch, aber zu erfahren, dass es in echt existiert, war natürlich dann großartig. Wir sind dann noch hingefahren. Lustigerweise steht dieses Haus auch gerade leer. Das wurde von dem Erbauer, der hat es dann ein bisschen weiter vererbt, und ab den 90ern stand es, glaube ich, leer, ist ziemlich runtergekommen. Und dann hat es ein reicher Investor gekauft, der solche großen Immobilien, solche tollen Immobilien eben immer von Ab und Ei aufkauft, dann 5 Jahre lang renoviert, also tiptop renoviert, und dann eben wieder verkauft. Also es gibt so einen Hochglanzband, den er erstellt hat, um das eben hochpreisig auf den Markt zu werfen. Und wir haben ihn getroffen, und dann stand dieses Ding auch noch leer, und es war natürlich ein Jackpot, und wir wollten da unbedingt drehen. Und dann sind wir alle nach Brüssel gefahren, das Szenenbildner, der Produzent und ich, und haben uns mit diesem Mann getroffen, und der Produzent schon, naja, bei unserem schmalen Budget, ich hoffe mal, wir kriegen das Haus in den 2-3 Wochen, wo wir da rein müssen, für 5.000 Euro, vielleicht 10, aber absolute Maximalgrenze 15. Und dann habe ich so eine Fotoserie gemacht, wie die beiden gerade am Verhandeln sind. Ich stand unten auf dem Dach, und die beiden waren so zusammen. Und dann habe ich schon gemerkt, im Moment, als der Produzent halt mit der Summe rausrückt, dass er maximal 15.000 irgendwie, oder erstmal hat er 5.000 angeboten. Und dann, wie so ein Schnitt, weil plötzlich stand der Produzent 2 Meter weiter weg, also als wäre er so wegdiffundiert worden, durch die Art und Weise, wie der Typ ihn angeguckt hat. Lässt mich jetzt verarschen oder was? Weil er kriegt halt 15.000 pro Tag. Also wenn er Porsche Fotoshootings macht, dann kriegt er 15.000 am Tag. Und
damit wir es erstmal mal ganz weit auseinander, ewiges hin und her dealen, dass wir da zusammenkommen. Hat dann letzten Endes auch funktioniert. Irgendwann hat man ihn dann für alles, ich glaube, 23.000 Euro für diese 3 Wochen. Aber zu dem Zeitpunkt hat dann der Brotzin schon ausgerechnet, was es bedeutet, wenn wir diesen ganzen Wanderzirkus nach Brüssel bringen und unterbringen müssen und den Baden-Württemberg-Effekt verlieren und pipapo. Und dann war es klar, es geht nicht. Und dann war natürlich echt langes Gesicht. Wir haben die ideale Location, wir könnten dort drehen, haben es jetzt endlich ausgedehnt und können es uns nicht leisten. Und dann erstmal blank gewesen und dann haben wir diese sehr skurrile Immobilie in Nürtingen gefunden. Villa Domnick. Dieser Domnick hat auch eine interessante Persönlichkeit, weil er ein Psychiater war, der hatte eine private Klinik und war aber auch Kunstmäzen. Und hat sich ein Haus bauen lassen mit dem Auftrag an den Architekten Paul Stöhr, der in der Region relativ bekannt ist. Der hat auch in Stuttgart beispielsweise das Rathaus gebaut und baut in dem Stil schon seit den 30ern. Und die Aufgabe war, bau mir ein Haus möglichst ohne Fenster, damit ich möglichst viel Kunst drin aufhängen kann. Und er hat dann auch moderne Kunst aus den 60ern gesammelt und diese Sammlung ist auch öffentlich zugänglich. Jeden Sonntag kann man da rein. Und die Bilder haben insgesamt einen Wert von, ich glaube, 60 Millionen. Also da hat einen ganz guten Stil. Ein ganz gutes Händchen gehabt für die Auswahl. Und dementsprechend schwierig war es natürlich dort zu drehen, weil es waren immer zwei Restauratoren irgendwie da, die aufgepasst haben, dass die Lampen nicht zu heiß werden. Es waren immer zwei Security-Kräfte da, die aufgepasst haben, dass wir nicht zu nah an die Bilder kommen. Und ja, es war schon dünnes Eis, auf dem wir gedreht haben. So, wer von Ihnen hat denn vielleicht eine Frage an Michael? Gibt es freiwillige Interessenten? Ist schon alles beantwortet, genau. Ja, bitte dann. Warum endet der Film im Grund? Das ist doch eigentlich ein Böse. Ist der Böse, der wird man würde ihn noch bestraft und das letzte Bild, das wir ihn als Dieb, als Mörder hinweggerissen. Und nicht als Gentleman mit der Dame des Hauses ins Haus. Ja, was mich an der Geschichte halt gerade fasziniert hat, ist, ich kenne es nur aus langlaufenden epischen Serien, dass das changiert zwischen Antagonist und Protagonist. Also Lost beispielsweise, da gibt es den John Locke, glaube ich, heißt das, so ein Glatzkopf, wenn ich sie mal gesehen hat. Und er fängt erstmal zweifelhaft an, dann ist er der Protagonist, dann wird er zum Antagonisten, nur um irgendwann in Folge 13 wieder zum Protagonisten zu werden. Das ist immer so, die Sympathien wechseln. Ja, das finde ich irgendwie. Musst du erklären. Wie? Was muss ich erklären? Die Begriffe. Die Begriffe Protagonist, Antagonist? Gut, Protagonist ist der Held im klassischen Sinne, der, mit dem man durch die Handlung geht und der dann am Ende gewinnt. Und der Antagonist ist ein Gegenspieler. Und mich interessieren halt gerade Geschichten, wo es eben so einen Wechsel gibt. Also wo Figuren nicht entweder gut oder böse sind, sondern mich hat an der Geschichte am allermeisten interessiert, dass der anfangs, deswegen haben wir auch so viel Energie am Anfang reingesteckt, in den man zum sympathischen Sympathieträger zu machen und dann den Switch hinzubekommen zum Antagonisten. Und die Figur des Georg, der hat in seiner Argumentation hat er recht. Weil das ist ja ein offenes Ende, wie man es auch immer interpretiert. Also ob das jetzt wirklich so ernst gemeint ist. Also wir haben lange Zeit noch überlegt, ob es nicht so einen Nachklapp noch gibt, dass die Idee war immer, das war uns aber ein bisschen zu weit drauf, aber die Idee war, es gibt eine Szene, vielleicht sogar nach dem Nachspann, wo wir aus einem Fernseher langsam rausfahren und diesen Fernseher, den wollten wir top besetzen mit Nico Hoffmann und ein paar anderen Leuten, Schauspielern, und die reden über Dolores Moore. Was ist eigentlich aus der Moore geworden, in der Jetztzeit? Und dann, jeder hat eine andere Geschichte, was aus der geworden ist. Ja, die war dann plötzlich weg vom Fenster. Die ist nach Südafrika gegangen, hat da eine Rinderranch oder eine Pferderanch oder die macht Werbung in Japan, jetzt noch mit über 90. Und irgendjemand sagt dann, ja, die hat sich komplett in ihre Villa zurückgezogen und fristet da ihr Dasein und lebt in alten Erinnerungen. Das ist eigentlich, da wollten wir hin. Also uns hat diese Geschichte von Marlene Dietrich so fasziniert, die 25 Jahre lang ihre Altstadt, die Wohnung in Paris nicht verlassen hat und nur in ihren Erinnerungen gelebt hat. Das Einzige, was es in dieser Zeit gibt, ist ein Interview von, also den Namen vergessen, auch ein Schauspieler, sehr berühmter Schauspieler. Maximilian Schell. Sehr gut, ja, vielen Dank. Genau, der war es. Durch eine geschlossene Schlafzimmertür, weil sie sich einfach nicht mehr sehen lassen wollte. Alles sollten sie so in Erinnerung behalten, wie sie damals war, unvergesslich. Und das hat ja auch zu dem Film beigetragen, dass sie plötzlich weg war.
Und das ist hier ähnlich. Das, Georg sagt genau diesen Satz, ne? Du musst dich eigentlich im Prinzip jetzt zurückziehen, damit du unsterblich wirst. Ne? Nimm nicht diese scheiß Rollen an, sondern dann wirst du Filmgeschichte, aber du hast natürlich einen Preis zu zahlen, in den du dich komplett isolierst. Deswegen auch der Satz, ne? Komm zurück ins Haus. Ja, komm zurück ins Haus, verlass es nicht nochmal. Lustigerweise ist der neue Film, den ich mache, genau andersrum. Da beginne ich mit dem Antagonisten, man wird frisch. Nicht verraten. Ja, nur so vom Switch her. Ne? Und den machen wir jetzt sozusagen, ich beginne mit einer negativen Figur und ich mache es am Ende positiv. Und das ist gerade dieser Wechsel, interessiert mich halt am allermeisten. Das war total auffällig und ob das bewusst war. Also sie bringt ihm einen neuen Anzug mit. Ja. Und vorher war das, finde ich, noch irgendwo ein bisschen ein verzweifelter Böser irgendwie. Ja. Und dann kriegt er den Anzug, diesen weißen, und das hat mich so, was ich, James Bond erinnert oder so. Ja, das ist der Bösewicht. Und den schreibt er über und plötzlich hat er ganz andere Gesichter ausgefärbt. Und ja. War so, wow, jetzt hat er sich das bewusst angenommen, dieses Böse. War das so von euch auch so oder war es nur meine Empfindung? Nee, das war schon, das war gedacht, dass er auch einen Reifungsprozess hat, Selbstbewusstsein bekommt und dementsprechend irgendwann tritt er ja auch auf, wer ich bin. Ja. Ich bin der Agent. Also, nee, du bist eigentlich der Modellbauer. Aber das geht ihm dann ganz flüssig um die Lippen. Oder? Das ist, war schon angedacht, dass sein Selbstbewusstsein auch wächst, auch mit diesem Anzug ist zum Anzugeben. Dass er da wirklich die Führung rausnimmt. Noch weitere Fragen? Ja, wenn du noch etwas mit Bilder gefunden oder hilft das, dass man da schon mal eine Szene sieht und die dann so? Gar nicht. Also wir haben, glaube ich, kein einziges Bild eins zu eins übernommen. Also man liest es, also das Tolle an dem war eher, dass uns die, also das Tolle an dem Graphic Novel ist, dass diese Figuren also, mit wenigen dramaturgischen Strichen schon da waren. Allein der Dialog zwischen dem Georg und dem Franz, seinem Bruder, das fand ich schon faszinierend, wie die gebaut sind, wie die miteinander umgehen. Es sind wenige Dialogsätze in dieser Graphic Novel und die Beziehung ist glasklar. Das, und da haben wir uns schon stark. Also Georg und Franz, da haben wir wenig gemacht. Also natürlich ist der Franz auch weiter gewachsen. So eine Idee beispielsweise, dass der mitten in diese Party reinplatzt, die kam da schon von uns. Also der ist da auch ein bisschen ausgebaut worden. Weil wenn der Georg in der Graphic Novel mal den Franz verlässt, dann kommt er auch nicht wieder. Ich glaube, ganz irgendwann am Ende besucht er das Grab, tatsächlich stirbt er auch in der Graphic Novel, aber dazwischen vermisst man ihn auch so ein bisschen. Dann haben wir auch da ein bisschen hinzugefüttert, aber eigentlich die Charaktere waren da schon angelegt. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja, dieses Bild, das soll es fehlen auch. Nee, also das ist dann eher der Transferprozess, also ich habe es jetzt witzigerweise auch erst letzte Woche gefilmt, das irgendwie auch so mit dem Schauspieler diskutiert, dass es in jeder Szene immer so eine Einstellung gibt, die für mich die ganze Szene auf den Punkt bringt. Und da biege ich dann meine ganze Auflösung, also so eine Szene wird immer in mehrere Einstellungen aufgelöst und diese Auflösung beschwert mit dem Kameramann und dann gibt es immer einen Key-Moment, auf den ich das präzise hin und das ist immer eine Grundidee und da muss ich eigentlich alles andere drum fügen. Aber das kommt dann eher von uns, von Kamera auch mir und jetzt in dem Fall von der Graphic Novel war da eigentlich weniger drin. Aber die Geschichte war toll, ja schon. Ja, gut. Ich wollte auch nochmal erwähnen, dass wir heute Abend jetzt nicht nur einen tollen Film gesehen haben, sondern auch einen doch auch besonders erfolgreichen. Und da kannst du schon auch jetzt nochmal ein bisschen klotzen. Du hast ja am Anfang des Abends erklärt, wo er jetzt schon überall lief. Da hast du, glaube ich, auch das Festival in Shanghai, heute in Shanghai läuft. Aber jetzt lief der Film ja auf vielen Festivals, unter anderem in Vancouver sehr, sehr erfolgreich und Herwig hat es auch erwähnt, natürlich die Grimme-Preis-Nominierung. Das ist schon einfach eine tolle Sache, oder? Also ich meine, wenn man sich diesen Traum erfüllt und dann aber auch noch der Erfolg kommt, also wie empfindest du das? Ja gut, Erfolg ist das relativ, ne? Also weil der, also im Fernsehen war jetzt, ging ein bisschen unter, das hing mit der Programmierung zusammen, der SWR hat, die haben so eine Staffel von 5, 6 Debütfilmen im Jahr, die sie pro Jahr produzieren, da sind wir mit dem Projekt Gott sei Dank reingeschlüpft und gemessen daran, glaube ich, war es schon die erfolgreichste Produktion von den 6, die da gemacht wurden, aber diese Filme sind sehr unglücklich programmiert worden, die liefen dann im November in einer einzigen Woche. Am Samstag liegen 2, wir waren da quasi so am Samstagabend um 21.50 Uhr, also das ist der bescheuerste Platz, den ich mir dafür vorstellen könnte. Ich hätte mir gewünscht, wir laufen irgendwie am Sonntagabend um 22 Uhr oder am Wochentag um 22 Uhr. Das ist so ein Arthouse-Platz,
Arbeitsplatz, da passt er hin. Aber so Samstag, da hat ja jeder was anderes vor. Also da am Samstag bin ich gar nicht offen. Da läuft halt Hollywood, da ballern alle Sender die größten Filme raus und dann laufen wir mit dem kleinen Dolores und wem? Mit wem? Kennt kein Mensch. Das war also ein bisschen unglücklich. Und jetzt lief er eben nochmal in der ARD, aber auch um 0:30 Uhr. Das hilft jetzt natürlich auch unbedingt weiter. Die Mediathek, ja. Die Grimme-Preis-Nominierung, die hat natürlich viel bewirkt. Also da, ich glaube, das hat es auch dazu beigeführt, den zweiten Film machen zu können, auch in der gleichen Konstellation wieder, also Drehbuch und Produktion. Und ich, wir sind schon ein eingespieltes Team mittlerweile, Kamera hat gewechselt. Aber, und die anderen Festivals, ja, also er ist ein bisschen rumgereist, also deutschlandweit und Vancouver war, lief auch in Sao Paulo und zweimal in Amerika. Jetzt war ich, im August war ich nach England, da läuft er nochmal, also die Reise ist natürlich ganz abgeschlossen. Vancouver war ganz besonders schön, weil da, der hat mich netterweise eingeladen und da war ich ein bisschen nervös, weil da läuft dieser kleine deutsche Film im Original mit englischen Untertiteln. Ich dachte, da verlieren wir komplett, aber es waren zwei sehr gute Vorstellungen und die Leute sind absolut mitgegangen. Ich glaube, es war die lustigste Vorstellung überhaupt. Also, sie haben wirklich bei jeder Andeutung eines Gags brüllend gelacht, obwohl es nur untertitelt war. Also es war fantastisch. Also das ist auch international, das war eine schöne Erfahrung. Wenn es nicht noch weitere Fragen gibt, dann ja, bitte. Beim Casting, hatten Sie da schon eine Vorstellung? Hatten Sie Ihre Wunschschauspieler oder wie funktioniert sowas? Ja, also die war wieder mal sehr wenig Zeit, aber so die, die Key-Position, also die Hauptdarsteller, die haben wir schon gecastet. Ich hatte mir immer für die Rolle des Georg Letterer den. Ja, das nervt mich jetzt. Ja, kommt gleich, vielleicht kommt er noch. Ich hatte einen vor Augen, einen tollen Schauspieler, wie ich auf die 12 drauf gepasst hätte, auch spielerisch grandios. Und das Problem ist aber, dass der Ende 60 ist und der ist einfach zu alt für die Rolle. Den hatten wir, der hätte natürlich, also nach der Rolle lecken sich viele Schauspieler die Hände, weil es ihm so, ja, also so ungewöhnlich ist und so vielseitig. Und aber ich habe dann selber dagegen entschieden, weil diese Liebesbeziehung zu Simone hätte nicht funktioniert. Der Altersunterschied war zu groß. Und der Udo Schenk, der ist auch schon 63, aber das sieht man überhaupt nicht an. Also der würde so als Mit-50er durchgehen. Ich finde, die Liebesbeziehung funktioniert sehr gut. Das war eigentlich meine zweite Wahl. Und das Showreel von ihm ist nicht so überzeugt. Der spielt in aller Freundschaft mit, ist da sehr bekannt dadurch. Ja, aber so vom Spiel her finde ich ihn, also die Sachen, die ich so gesehen habe, okay. Aber ich dachte, da noch eine Schaufel drauf zu legen. Und ich finde wirklich, der ist so dermaßen über sich hinausgewachsen in dieser Rolle. Das ist unglaublich. Also das ist bestimmt die Rolle seines Lebens. Ich habe den noch nie so gut gesehen wie in diesem Film. Aber das hat ihm auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe auch von ihm nochmal total viel gelernt, weil der einfach so viele Jahre auf dem Buckel hat. Und auch bei Goodfellas beispielsweise Ray Liotta synchronisiert. Da war ich ganz neidisch. Der war bei Goodfellas mit dabei. Das ist ein Kultfilm von mir. Also schon, war schon toll, mit ihm zusammenzuarbeiten. Hoch, unglaublich professioneller Schauspieler. Waren es zwei Schwestern eigentlich, die Simone? Ha. Nee, es gibt da noch mal eine, die Nina Petri gibt es ja auch noch, die sind aber alle nicht miteinander verwandt. Lustigerweise haben die sich ja im Set zum ersten Mal getroffen und die haben beide Töchter im Alter von, ich glaube, 2 Jahren zu dem Zeitpunkt, die heißen beide Anouk. Ja, ich würde, wir gehen jetzt ja nicht alle auseinander sofort, wir können uns noch raussetzen. Ich glaube, der Herbig ist dann, die Türen werden jetzt nicht automatisch geschlossen, oder? Es ist eingeladen zu bleiben. Ja. Genau. Jetzt noch ausmachen. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Herbig, nochmal vielen Dank an dich und natürlich auch an dich, Ute, für diese tolle Idee und ich glaube, wir sind alle ganz beschwingt von diesem Abend. Vielen Dank. Thank you.